Hallo und herzlich willkommen zu meinen Top 3 Apps, die ich auf meinem iPod habe. Ja, und zwar fangen wir mit Platz 3 an. Platz 3 ist Need for Speed Undercover. Also, das ist ein echt sehr schönes Spiel. So, ich bin da jetzt noch nicht so sehr weit. Ich habe erst ein paar Rennen gemacht. Umbauwerkstatt. Fangen wir mal mit dem ersten Rennen an. Und zwar kann ich euch da mal zeigen. Das Auto gibt von alleine Gas. Hier oben hat man den Nitro, den kann man zünden. Und ja, bremsen tut man, indem man aufs Display drückt. Wenn man natürlich Windschatten fährt, dann wird man vom anderen angezogen. Das ist ja logisch, das kennt ja, denke ich, jeder, der schon mal ein Autorennspiel gespielt hat. Und ja, ich finde das Spiel echt klasse. Bin zwar noch nicht so dazu gekommen, das zu spielen wirklich, aber ich kann es nur empfehlen. Ich habe es für 79 Cent gekauft. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt momentan kostet. Ich glaube, ich habe das zu einem Sonderpreis gekauft. Gut. Dann zu Platz 2. Das ist bei mir Balloon Mail. In dem Spiel, da geht es darum, es fliegen immer von links nach rechts, das seht ihr gleich, so Vögel. Und man muss versuchen, den Ballon da vorbeizukriegen. Das ist jetzt durch die Kamera ein bisschen schwer. Auch schon Game Over. Ich probiere es nochmal. Man muss halt versuchen, dass die Ballons nicht an den Flügeln anstoßen. Das ist gar nicht so leicht. Schon wieder Game Over. Aber na gut, ich habe das auch für 79 Cent gekauft. Nee, das war sogar kostenlos. Also, aber ich glaube, es hat 79 Cent gekostet mal. Auch ein ganz nettes Spiel. Und dann kommen wir zu Platz 1. Der Klassiker, der auf einem iPod bzw. iPhone immer sein muss. Das ist Doodle Jump. Ihr könnt mich adden, xxmarkus94xx. Im Game Center würde mich freuen, wenn ihr mich adden würdet. Und ja, das ist eigentlich allen bekannt. Man darf halt nicht abstürzen und muss immer auf diese Balken springen. Und man gibt halt hier so Gadgets. Wenn man jetzt den Hubschrauber bekommt, fliegt man ein bisschen hoch. Es gibt auch noch Rakete. Und wenn die Monster kommt, genau das ist die Rakete. Und die Monster darf man halt nicht berühren. Man darf zwar auf sie drauf springen, aber nicht von unten berühren. Und wenn man runterfällt, dann hat man halt verloren. Mein Highscore ist noch nicht so hoch, der ist bei 36.000. Und ja, man kann das dann auch, wie gesagt, zu Facebook oder Twitter senden. Kann man da draufklicken. Und dann kann man hier Submit to Twitter. In Twitter könnt ihr mich auch adden. Das ist jetzt nicht dieser Name. Das ist nochmal alter Account. Sondern mein neuer Name ist Markus Records. Kann ich euch auch nochmal da verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Ja, das wär's dann mit den Top-Apps. Ich hoffe, es hat euch gefallen und